Servus. Ja, wenn ihr auf dieses Video gestoßen seid, seid ihr entweder Abonnent oder solltet es werden, oder aber ihr seid wie ich und habt eine kaputte Wii vor euch stehen und kriegt diesen Fehlercode, das ist 160.01.01. Bis vor ein paar Monaten war das absolute Todesurteil für die Konsole. Es gab nur einen sehr schwierigen Fix, der eigentlich für die meisten nicht handelbar war. Das hat sich aber jetzt geändert vor circa 3 Monaten und ich will euch heute zeigen, wie das funktioniert. Und das wird schon mal kurz den Screen. Und zwar ist es das sogenannte AdPi. AdPi wird, glaube ich, ausgesprochen vom Gary oder nichts. Und es besteht aus zwei Teilen. Einmal braucht ihr den Raspberry Pi Pico. Kostet ungefähr 5 Euro. Ich glaube, 7,50 € mit Versand war das günstigste Angebot. Und ihr braucht eine SD-Karte oder wie hier so ein Micro-SD zu SD-Adapter. Muss auch keine besonders große Karte sein. Ich glaube, wir sind da im MB-Bereich. Also ist alles sehr günstig zu bekommen. Und genau, ihr geht dann hier auf diese GitHub-Seite. Ich habe es alles unten verlinkt. Und dann einmal für den Pico gehen wir hier auf die Release-Page und dann weiter runter ist das Recovery-Menü. Da auf die Release-Page. Dann genau, einmal hier den AdPi UF2 runterladen und hier das Recovery-Menü runterladen. Das habe ich natürlich alles schon vorbereitet. Deswegen gehen wir hier raus. Was ihr dann macht, ist, ihr drückt bei eurem Pi Pico auf diesen Knopf und verbindet es dann mit einem Micro-USB-Kabel mit eurem PC. So, ging jetzt kein Fenster auf, aber das sollte geklappt haben. Dann habe ich hier die beiden Dateien vorbereitet. Wir kopieren AdPi. Und dann sollte hier unten der Pi sein, genau. Und ihr kopiert es einfach hier rein. Dann lädt es kurz. Der Raspberry Pi disconnected. Genau. Hier kommt die Meldung, USB-Gerät wurde nicht erkannt. Aber das ist alles durch. Dann ziehe ich kurz den Pi ab. Hab hier den Pi mit Kabel. Legen wir zur Seite, brauchen wir gleich wieder. Dann nehme ich hier meine SD-Karte, verbinde die mit dem PC. Gehen wieder hier rein, kopieren das Recovery-Menü. Und dann müsste hier irgendwo Intenso sein. Vorher nochmal checken, dass es wirklich auch FAT32 ist. Ansonsten nochmal formatieren, das ist wichtig. Und dann kopieren wir das hier rein. Dann können wir das Ganze schließen. Ich nehme die SD-Karte wieder raus. Mache sie in den Adapter und packe sie in die Wii U. Ich trenne die Konsole nochmal kurz vom Strom. Switch wieder auf die Capture Card. Jetzt zeigt sie noch ein altes Bild an, aber das sollte gleich gehen. Und jetzt starten wir die Konsole gleich. Und wenn die Konsole startet und das Wii U-Logo kommt, in dem Moment stecken wir den Pi mit dem Kabel in einen der Front-USB-Anschlüsse. Die hinteren funktionieren nicht, also einfach vorne reinstecken, sobald das Wii U-Logo kommt. Das ist Timing ein bisschen wichtig, aber man hat ja ein paar Versuche. Also, schalte jetzt die Konsole an. Ich hoffe, meine Capture Card springt rechtzeitig um, dass ich den Moment nicht verpasse. Konsole startet. Vielleicht hört ihr den Disk-Sound. Wii U-Logo und stecke den Pico an und es hat geklappt. Geil. Also jetzt könnt ihr seht leider unten rechts nicht, ich kann ja gerade mal meine Kamera ausmachen für den kleinen Moment. Unten seht ihr die Steuerung, also mit der Eject-Taste könnt ihr navigieren und mit der Power-Taste könnt ihr eben entsprechend auswählen. So, was wir machen wollen, ist jetzt Set Code Boot Title, das ist schon das Wichtige. Also drücke ich einmal auf die Power-Taste. Jetzt können wir hier auswählen, welche Version das sein soll oder ist. Das ist hier eine europäische Konsole, ich will auch dabei bleiben. Also klicke ich auf Eject, bis ich auf Europäisch bin und drücke nochmal Power. Das war's. So, jetzt sollten wir über Back und Shutdown. Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach einen Stecker ziehen kann, aber wir gehen mal darüber.
Powerknopf. Ah, okay. Startet neu. Die Capture Card updatet nur noch nicht. Jetzt warten wir einen kleinen Moment. Jetzt erscheint das Wii U-Logo. Ich gucke gerade das Fenster rüber, dass ich nicht immer so schräg darüber gucken muss. Und jetzt Daumen drücken, dass das Ganze startet. Und dann hätten wir es echt super schnell geschafft. Wo ist schon. Ist schon aufregend. Geil. Ich habe jetzt leider kein Gamepad da, aber die Konsole startet wieder. Und fuck, das ging echt schnell. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tut mir einen Gefallen. Wenn es euch auch geholfen hat, geht auf die GitHub-Seite und da könnt ihr dem lieben Gary etwas spenden. Super coole Sache. Wie gesagt, vor 3 Monaten undenkbar. Und jetzt funktioniert die Konsole einfach wieder. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Habt einen geilen Tag. Reingehauen.